Es geht weiter. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen, die Calathea. Ja, gestern haben wir sie umgepflanzt, die wunderschöne große Triuster. Und heute geht es um die Medaillon. Die werden wir einpflanzen, umpflanzen, raus aus der Erde und so weiter und so fort. Das auch sehen, wie das funktioniert. Und es gibt noch etwas, was wir machen werden heute. Ich will nicht zu viel versprechen, wir fangen jetzt einfach an. Lass dich mal überraschen, was es heute geben wird. Okay. Tontöpfe. Ja, sowas gibt's auch noch, glaubst du nicht, ne? Ja, das werden wir jetzt demnächst mal öfters machen, um mal zu gucken, was alles so möglich ist. Wir fangen heute ganz klein und fein an. Hier geht es um eine Pflanze, und zwar diese Grünlilie, die dort hineinkommt. Die ist für Melody. Die soll ins Kinderzimmer ziehen. Von daher verwende ich im Kinderzimmer auf jeden Fall Tontöpfe, um auch das Kind so ein bisschen dorthin zu lenken, ne? Wir erziehen, weißt Bescheid. So, hier unten ist ein dickes Loch drin. Entweder nimmst du eine Tonscherbe oder was weiß ich. Ne? Ich habe hier einen Stein genommen, ist jetzt ein Kristallstein in dem Sinne. Ein Quarzstein, nicht Kristall, ein Quarzstein. Der ist unten flach, von da lege ich den jetzt oben drauf, damit mir das Substrat hier nicht durchrieselt. Das ist ganz wichtig bei diesen dicken Löchern. Ich werde ihn allerdings noch nicht in den Untersetzer stellen. So, dann pflanze jetzt eine von den beiden hier rein. Und mal gucken, welche am schicksten aussieht. Ich würde sagen, das ist eine einzelne. Hier sind mehrere dran. Warum nehmen wir die hier, die ist schöner, ne? Stand bis heute im Wasser hier. Das klappt also genial, ne? Übergangsweise ist das eine richtig coole Sache. So, dann pflanzen wir das Schätzchen hier rein. Alles ist genial. Ich habe einiges vor mit diesen Töpfen. So, dann lassen wir auch hier das Substrat einfach reinrieseln. Oh, das ist so schön. Könnte Melody eigentlich mitmachen, ne? Aber die ist im Moment anders beschäftigt. Von daher, sie hat mich aber darum gebeten. Sie hat gesagt, Papa, ich möchte eine Pflanze im Zimmer haben. Ich habe gesagt, ja, Schätzchen, ich guck gleich mal, was ich dir da machen kann. Und dementsprechend machen wir das jetzt mal hier gemeinsam und pflanzen für die Melodie eine Grünlilie ein. Das ist für Kinder auf jeden Fall als Anfängerpflanze genial als geeignet. Und von daher richtig coole Sache. So, okay, pass mal auf. Jetzt muss das Ganze einmal angießen. Dazu nehme ich jetzt allerdings was anderes, damit ich den Untersetzer nicht gleich so richtig voll Schlamm habe und ein bisschen erstmal durchspüle das Ganze. Die Pflanze auch versorgt ist sofort, ne? So, alter Schwede, Kollege, ne? Die Melodie möchte eine Pflanze haben. Da war ich sehr überrascht, muss ich ehrlich sagen. Also das finde ich richtig cool, dass ich von allein auf die Idee kommt und sagt, Papa, ich möchte eine Pflanze im Zimmer haben. Das ist schon mal der Anfang des Ganzen, ne? Zuliebe des Grün in dem Sinne. So, okay, jedenfalls werde ich den Untersetzer später nochmal sauber machen, ne? Also haben wir auch hier im Prinzip ein Anstau für das Kind dann dementsprechend. Es kann sehen, wie viel Wasser drin ist hier im Untersetzer. Ich werde sie darauf hinweisen, dass sie also hier Wasser reingießen kann, wenn sie Wasser hat. Ich hatte es ja gestern auf Instagram schon angesprochen, wir werden dazu übergehen, ja, vermehrt Tontöpfe auch zu verwenden, um zu zeigen, dass es damit auch geht. Inwieweit werden wir im Laufe der Zeit erfahren. Auch in der Verfahrensweise der Selbstbewässerung, also nicht so wie hier jetzt, im Anstau, was aber auch genial ist, weil die Untersetzer sind relativ groß und von daher ist das natürlich genial. Die kannst du also voll füllen bis oben hin, natürlich nicht zum Transport logischerweise, das heißt, musst du gleich wieder rausgießen, aber demonstrativ gezeigt. Wir haben ja sehr viel Wasser drin stehen und die Pflanze ist für lange Zeit versorgt und das Kind muss sich nicht drum kümmern jetzt anfangs und von daher, ne, mit dem Düngen, da warten wir. Sowieso bei der Pflanze, ganz klar, auf Weise muss erstmal einwachsen. Zum anderen, das Kind soll das Düngen erst später lernen, wenn es etwas älter ist. Damit, das lassen wir erst noch. Ne? Wichtig ist für sie erstmal zu lernen, die Pflanze zu gießen im Prinzip. Ne? Und hier kann sie die Pflanze nicht übergießen im mineralischen Substrat. Von daher ist es für Kinder natürlich genial geeignet, weil sie dann nicht so viele Misserfolge haben, nicht wahr? Denn die Pflanzen sind schnell übergossen in der Erde und fangen an zu faulen, die Wurzeln beziehungsweise. Und dann, ne, verliert man auch die Lusten daran, gerade als Kind, als Kleinkind in dem Sinne natürlicherweise. Okay, das kurz als Einstieg. Und jetzt kommt etwas sehr Schönes. Es geht um diese wunderschöne grüne Pflanze, die wir schon einige Zeit jetzt haben, noch nicht lange, aber doch schon einige Zeit. Wir haben einiges auch schon ausprobiert damit. Umgepflanzt haben wir sie noch nicht. Naja, bei Zeiten. Aber auch hier hat sich etwas Wunderbares gezeigt, das man kurz ablesen kann. Glücksfeder, ne? Ist eine wunderschöne Pflanze. Genügsam, sie speichert Wasser und von daher also genialst. Ja, da stellt sich die Frage nicht. Die Frage, sondern wir haben ausprobiert, wie vermehren wir sie denn? Oder wie kann man sie vermehren? Wie lange dauert das? Wie geht das? Wie funktioniert das? Und dazu kommen wir jetzt. Die Glücksfeder Teil 1 bewurzelt, habe ich vor kurzem schon mal gezeigt, am 23.12., also nach einem Monat.
fing sie an, tatsächlich Wurzeln auszubilden. Sieht wunderschön noch aus, dass man kurz ablesen kann. So, da unten ist das Schätzchen. Nee, da kriegst du das erstmal nicht dran, aber ich denke mal, jetzt kann man gar nichts erkennen. Aber ich hole es doch mal raus, pass mal auf. Ich hole es einfach mal raus und man sehen kann, wie sich das Schätzchen jetzt weiterentwickelt. Ne? Ja, guck mal, jetzt sind sogar schon zwei Wurzeln dran, siehst du wohl. So warten wir nur noch, dass irgendwann eine Knospe... Ach, drei Wurzeln, siehst du wohl. Drei Wurzeln, das ging ja schnell. Heute ist der 29., also dementsprechend 6 Tage später, ist aus einer Wurzel drei Wurzeln geworden in dem Sinne. Ne? Das ist also richtig cool anzusehen. So, das ist jetzt die einfachste Variante, das heißt also ein Teilstück im Prinzip, abgebrochen, ins Wasser gestellt, bewurzelt in einem Monat. Mal gucken, ich denke mal in 2-3 Wochen können wir voraussichtlich einpflanzen. Und dann kommen wir jetzt zu etwas noch kleinerem von dieser Glücksfeder, und zwar zu den Blättern. Schauen wir mal, wie wir das hinbekommen. Wir sehen hier den Blattansatz. Und hier sieht man einen weißen Punkt und gegenüberliegend auch einen weißen Punkt. Man sieht auch Zellbildung, kann man tatsächlich richtig erkennen. Ja, also ich würde sagen, das ist genial. Pass auf, ich hole noch ein anderes Blatt, ein jüngeres Blatt, das noch nicht ausgereift war. Auch das habe ich ausprobiert. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon mal erkennen können. Ich versuche es einfach mal. Ja? Ich lege mal hier hin. Man kann es erkennen. Siehst du wohl, ne? Also auch hier tatsächlich... Siehst du diesen weißen Punkt? Ne? Auch Zellbildung kann man tatsächlich erkennen. Also auch hier am Blatt entwickeln sich tatsächlich Wurzeln. Also egal, ob das Blatt jetzt ausgereift ist oder jung ist in dem Sinne, es funktioniert. Dann haben wir noch etwas, ich zeige es gleich in ganz, so ein Stück, was irgendwie abgebrochen war. Ich versuche mal, kriege das jetzt so hin. Das war einfach abgebrochen und auch hier siehst du wohl tatsächlich, es entwickeln sich Wurzeln. So, jetzt muss ich mal kurz eine andere Einstellung machen. Damit mir das hier gelingt. Ah, ist schon geil anzusehen, ne? Wie das funktioniert. Herrlich. So, Moment. Das hat er wieder nicht angenommen. So, jetzt aber. Ich zoome das mal zurück, dass wir das mal im Ganzen sehen können. So, schaut das aus. Ne? Also hier ist ein junges, nicht ausgereiftes Blatt. Hier ein ausgereiftes Blatt. Und hier ein Teilstück, was abgebrochen war einfach. Und wir sehen auch hier, innerhalb von gut einem Monat, bilden sich die ersten Wurzeln. Aber das ist wirklich fantastisch anzusehen, dass das so einfach funktioniert. Ne? Wir verwenden reines Wasser, das ist ganz wichtig. Bitte kein Leitungswasser verwenden, denn das wird ganz schnell grün und es sind Stoffe drin, die also nicht förderlich sind fürs Wachstum. Und von daher ist es sinnvoll, also hier wirklich reines Wasser zu verwenden. Im besten Fall Osmosewasser, wenn du hast, ansonsten ja, destilliertes Wasser, was man so kaufen kann. Ne? Aber nicht aber. Es ist genial. Ich zeige euch jetzt auch kurz den Topf, wo sie drin stehen. So sieht das Becherchen aus, wo das Ganze drin steht. Wasser wurde nicht gewechselt. Ne? Das, was kaputt gegangen ist, ist im Prinzip, ja, ich sag's mal, nicht verfault oder so, sondern vergangen in dem Sinne. Ne? Das ist genial, als man das vom Aquarium auch kennt. So, ne? Mulm in dem Sinne, das ist also nicht schädlich. Das hat also genial geklappt. Es steht der 24. Okay, einen Tag vorher, was Bescheid. Aber in gut einem Monat, ne, hat das Ganze tatsächlich funktioniert. Wer hätte das gedacht? Ne? Ein unreifes Blatt in dem Sinne, nicht ausgebildet. Ein ausgereiftes Blatt ausgebildet in dem Sinne. Und ein Stückchen, was einfach so abgebrochen war, habe ich hier reingestellt. Und gut ist... Und es bewurzelt. Ach, das ist so genial anzusehen. Yippie-yay. Ne? Also es gibt schöne Erkenntnisse manchmal, die man einfach so mitnehmen kann. Dann hatten wir von der Glücksfeder noch einen großen Trieb, der abgeknickt war, abgebrochen war. Den konnten wir auch separieren. Allerdings ist das untere Stück kaputt gegangen, dort wo die eigentliche Knospe dran sitzen würde. Das heißt, wir haben also tatsächlich nur noch diesen Blattstiel mit Blättern dran. Mal gucken, ob das noch Wurzeln macht. Im Moment noch nicht. Es ist aber auch nichts am Verfaulen, außer das Stück, was unten dran war, ist vergangen. Das Ganze steht nach wie vor hier in der eigenen Suppe. Ne? Also kein Wasser gewechselt, gar nichts. Ich lasse das auch so und halte Wasserstand so niedrig wie möglich, so dass das eben unten im Wasser drin steht. Ne? Also bis jetzt funktioniert das genial. Jetzt mal gucken, ob das hier auch noch klappt. Wenn nicht, ist nicht so tragisch, aber ich möchte es jetzt so lassen. Man könnte jetzt auch die ganzen Blätter abreißen hier, ins Wasser stellen und ganz viele neue kleine Babys heranziehen. Das funktioniert so wunderschön und macht richtig viel Spaß, das zu beobachten. Wie gesagt, innerhalb von einem Monat klappt das wunderbar. Ja, plus vielleicht eine Woche, ne? Weil das ist genial, was alles möglich ist im Pflanzenreich. Aber weißt du, was wir noch alles so entdecken gemeinsam hier? Das Schöne ist ja, dass ich euch das zeigen kann. Ne? Ansonsten würde man das vielleicht gar nicht erfahren. Ich habe es ja auch jetzt erst erfahren. Ich wusste es vorher auch nicht. Ich habe es einfach gemacht. Natürlich habe ich mich vorher informiert, als ich mir die Pflanze gekauft habe, was vielleicht möglich ist.
Ich habe es ausprobiert und tatsächlich können wir das Ergebnis jetzt sehen gemeinsam. Dann zeige ich aber noch mal ganz kurz, wie ich das mit den Blättern gemacht habe. Und bei der Gelegenheit schauen wir uns ein neues Blatt an, was sich hier unten entwickelt. Habe ich auch gerade erst gesehen, war sowieso verwunderlich, dass so lange Zeit kein Blatt gewachsen ist hier. Das ist also ein neues Blättchen, was sich dort herausschiebt. Hat auch recht lange gedauert. Aber nun ja, so lange haben wir die Pflanze ja auch noch nicht. Und von daher, okay, also es kommt endlich ein neues Blatt heraus. Und dann schauen wir jetzt mal eben hier rein, wo wir uns ein Blättchen mopsen könnten. Ohne dass wir, ja, dass man es nicht so unbedingt sieht. Warte mal, hier vielleicht. Ups, jetzt ist natürlich sehr stark hier überblendet. Aber es geht nicht anders, sonst sieht man nämlich nichts. So, pass mal auf. Ich halte die Pflanze hier einfach fest am Stiel und ziehe das Blatt so nach unten. Jetzt reißt das langsam ein, siehst du, zack, bumm, da hast du einen kleinen Faden mit dran. Und das stellen wir jetzt so ins Wasser, da machen wir gar nichts dran. Auch der Faden bleibt dran hier, der vergeht mit der Zeit, der geht kaputt. Und dann bleiben so weiße Streifen übrig, die fallen dann auch irgendwann noch ab. Und ansonsten entwickelt sich hier dann dementsprechend aus diesem Abriss eine neue Pflanze später. Ja, so einfach geht das, ne? Man braucht also keine ganze Pflanze, um eine neue Pflanze zu bekommen, sondern einfach ein Blatt abziehen und fertig. Schon hast du eine neue Pflanze. In ein paar Wochen, okay. So läuft das. Es ist mega cool, was alles hier machbar ist, was wir vor allen Dingen zeigen können. Das ist ja das Schönste an der ganzen Sache. Reden und schreiben kann man viel, aber zeig doch mal, wie es geht, okay? Wir kommen jetzt zu der Calathea Medaillon. Ein wunderschöner Name, eine wunderschöne Pflanze, wunderschöne Blätter. Es ist so herrlich, was alles im Pflanzenreich hier möglich ist, auch vor allen Dingen zu präsentieren, ganz wichtig. So, die holen wir jetzt gleich raus, werden sie gemeinsam umpflanzen. In welchen Topf, weiß ich noch nicht. Hatte mir zwar einen besorgt, ich auch. Wobei, die Töpfe kaufe ich mir also alle selber. Es sei denn, ich bekomme mal welche geschenkt. Ansonsten kaufe ich sie mir wirklich selber. Dass ihr das auch mitnehmt. Nicht, dass jemand denkt, ich kriege hier alles umsonst und zeige euch das. Nee, also ich kaufe mir die Sachen schon selber in dem Sinne von dem Geld, was ich hier verdiene. Dürfen wir nicht vergessen, nicht wahr? Nur durch euch ist das Ganze überhaupt möglich, fortlaufend weiterzumachen. Ohne euch würde das gar nicht gehen, denn alleine könnte ich das nicht machen, euch solche Sachen zu präsentieren, zu zeigen, was möglich ist. Okay, dass wir das mal mitnehmen. Also ich mache keine, wie nennt man das, Produktpromoting in dem Sinne schon, aber ich mache das nicht so, dass ich alles geschenkt kriege. Ich meine, ich habe die Möglichkeiten, das würde auch gehen, dass ich tatsächlich einiges geschenkt bekomme. Ich möchte es aber nicht. Ich möchte unabhängig bleiben hier und das Ganze so machen, wie ich das machen möchte und mich nicht, ja, im Prinzip gezwungen fühle, was machen zu müssen, weil ich was geschenkt bekomme oder es umsonst bekomme in dem Sinne. Ich weiß, das kann man machen, ist auch gar kein Problem, das wäre auch für mich kein Problem, aber nein, ich möchte diese Schiene nicht fahren, ich möchte mich entwickeln, ich möchte auch das zeigen, was ich machen möchte, was geht und was mir gefällt und von daher würde ich sagen, bleiben wir bei der Schiene, ich kaufe mir die Sachen selber, wenn ich mal was geschenkt bekomme, kein Problem, nehme ich gerne an, aber ich werde das nicht anpreisen und sagen, so schickt mir doch mal was zu, damit ich euch zeigen kann, damit ich was umsonst kriege hier, nein, das mache ich nicht, wir bleiben auf der Schiene wie bisher, wir entwickeln uns einfach gemeinsam weiter und dann sind auch die Wege viel offener, als wenn man ja mehr oder weniger sich gezwungen fühlt, doch das zu machen, was man vielleicht gar nicht machen möchte. Ich zeige sowieso schon Sachen, von daher weiß Bescheid. Okay. Die Calathea Medaillon. Okay, dann holen wir sie jetzt erstmal raus hier aus dem Topf, um mal zu gucken, wie das Schätzchen in der Erde aussieht. Das ist ja immer das Interessanteste bei der ganzen Sache, dass man das mal so erleben und sehen kann und auch die Angst verliert, das einfach mal zu machen. Das ist also gar nicht so schwierig. So, oh, ziehe ich den nach unten? Ja, siehst du. Okay, was sehen wir? Nicht so viele Wurzeln und ehrlich gesagt auch kaputte Wurzeln. Das ist gar nicht gut, was ist hier passiert. Kann ich euch so jetzt natürlich nicht sagen. Das heißt, wir werden es herausfinden müssen. Okay, gut, dass wir sie rausgenommen haben. Sie sieht zwar noch knackig gesund aus. Oh, ich muss aufpassen. Oh. Hier sind ganz viele kleine weiße Spitzen, kannst du erkennen. Okay, also es scheint so zu sein, dass sie also nicht wirklich viele intakte Wurzeln hat. Nee, hat sie bis jetzt nicht. Vielleicht haben wir Glück, dass im inneren Bereich noch intakte Wurzeln sind. Also hier ist schon mal definitiv irgendwas falsch gelaufen. Also ihr seht schon, auch beim vorletzten Mal oder wann wir das gemacht haben, es ist wirklich sinnvoll reinzugucken in die ganze Geschichte. Nee, das sieht gar nicht gut aus. Nein.
Gar nicht gut. Okay, pass mal auf, ich rüttel und schüttel das mal vorsichtig hier. Zum Glück ist diese Gärtnerbox größer, ne? Wie diese kleinen Boxen, weil hier kannst du dann auch ein bisschen hantieren. Brauchst nicht so eine Bammel haben, dass irgendwas falsch läuft. So, nee, weiter komme ich hier nicht. Das heißt, ich muss das Ganze jetzt sauber spülen. Und dann hoffen wir mal, dass ausreichend Wurzeln noch vorhanden sind. Also es ist auch so ein Phänomen, ne? Die Pflanze sieht richtig gut aus. Man kann keinen Schaden erkennen. Sie befindet sich auch im Wachstum. Hier wachsen neue Blätter heraus, sieht man an diesen Röhrchen, die hier in der Mitte sind, ne? Das läuft so ganz gut, aber hier unten sieht das richtig mistig aus. Ja, und dann stellst du dir die hin und 4 Wochen später geht sie kaputt. Und du weißt gar nicht, warum, du denkst, du hast irgendwas falsch gemacht. Dabei hast du gar nichts falsch gemacht, sondern es wurde schon etwas falsch gemacht. Also Klartext. Oh Mann, das sieht gar nicht gut aus. Okay, also ich werde sie sauber spülen, wie gesagt. Bei der Kalathea hatten wir ja Glück gehabt. Die hatte richtig schöne Wurzeln gehabt, die große hier. Und hier eben nicht. Liegt voraussichtlich daran, dass sie auch schon länger in der Gärtnerei gewesen ist. Ja, ist so, ne? Meine Güte, ey. Was soll ich dazu noch sagen? Guckt einfach mal rein, wenn ihr euch Pflanzen kauft. Weil guck mal, die sieht so schön aus. Du denkst, oh, das ist ja cool. Stellst sie dir hin, gießt, düngst du einmal die Woche und in 4 Wochen geht sie dir hops. Ja, und du denkst, du hast was falsch gemacht. Weißt Bescheid? So ist das im Reich der Pflanzen. Man kann nicht jede Frage beantworten, wenn jemand sagt, meine Pflanze geht hops, was ist passiert? Du, es gibt so viele Möglichkeiten und wie man auch hier sieht, Möglichkeiten, mit denen man gar nicht rechnet, wenn man sich die Pflanze anguckt und denkt, es ist alles okay. Weißt Bescheid? So sieht sie aus. Die Medaillon, dann schauen wir uns jetzt mal an. Sieht so, wie gesagt, gut aus. Ist alles okay, ne? Es hat sich auch gezeigt, dass hier neue Wurzelbildung gegeben ist. Pass mal auf, wir schauen uns das mal etwas näher an, damit man das besser sehen kann. Weißt Bescheid? Denn die Tiefe gucken ist manchmal doch besser. Vielleicht haben wir Glück gehabt in dem Sinne, dass das, was zum Wurzelschaden geführt hat, schon längst vorbei ist. Okay? Nicht erschrecken, ich habe es ein bisschen heller gestellt, damit man das besser erkennen kann. So, wir sehen hier weiße Wurzelspitzen. Hier auch. Da. Kannst du gar nicht sehen, auch machen wir mal so. Ja, also hier sieht man diese weißen Spitzen, die hier neu herauswachsen. Auch hier sind weiße Spitzen zu erkennen im inneren Bereich, im äußeren Bereich. Hier beispielsweise ist alles noch braun. Das ist also, ja, das ist tatsächlich tot. Da ist nichts Lebendes dran. Das ist so. Also das war doch gut, dass wir da mal reingeguckt haben. Ist eigentlich gar nicht mehr viel übrig, ey. Das ist alles hier Matsche. Das ist alles putt. Ja, woran das gelegen hat oder liegt in dem Sinne, tja, kann man nur vermuten. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir wissen. Zum einen natürlich Überdüngung oder zu viele Salze. Muss nicht mal vom Dünger herrühren, das können auch andere Ursachen haben. Ja, oder vielleicht auch mal zu kalt gewesen, ne? Der Boden in dem Sinne. Auch denkbar. Nun ja, man weiß ja auch nicht, welches Wasser zum Gießen verwendet wird und hast du nicht gesehen. Von daher ist es doch ganz schön, dass wir reingeguckt haben. Was wir auch sehen, ist natürlich von der Anzucht her noch, ja, dieser Fließtopf in dem Sinne, ne? Ich werde mal versuchen, ob ich den hier wegkriege. Oh, das klappt doch ganz gut. Oder relativ gut, sagen wir es mal so. Ja, meine Güte, so kannst du sehen. Ne? Ist doch ganz gut, wenn wir mal hier in die Tiefe reingucken, um zu sehen, was Tatsache ist. Ne? Gut, sie erholt sich jetzt, wie wir sehen, bildet neue Wurzeln aus, bildet sogar Triebe aus. Also, es ist soweit ganz okay. Ne? So, den Rest werde ich jetzt hier nochmal rausspülen hier vorne. Und dann können wir sie gleich auch einpflanzen. Zumindest hat sie von der Entwicklung her sieht sie gut aus jetzt so. Ne? Okay, nehmen wir einfach so mit. Also man sieht schon, es macht Sinn tatsächlich mal reinzugucken, wenn man sich eine Pflanze kauft. Ne? Ansonsten geht sie ja kaputt und du weißt gar nicht warum. Und denkst, du hast einen Fehler gemacht. Tja, was ist da passiert? Da kann man nur mutmaßen in dem Sinne. Ne? Okay. So, ich habe jetzt mal nachgemessen, wir haben hier knapp 800 Mikrosiemens drin. Ich habe relativ viel Wasser hier reingegossen, also in der Regel wäre der Wert dann noch höher, ne? Denn wir wissen ja, Wasser verdünnt die Konzentration. Ich habe hier recht viel Wasser reingegossen. Okay, nehmen wir so mit, woran es liegt, dass die Wurzeln jetzt kaputt gegangen sind. Wie gesagt, es kann verschiedene Ursachen haben. A, vielleicht zu hohe Werte, dass die Pflanze das gar nicht verträgt, von daher, ne? Oder halt falsches Wasser oder zu kaltes Wasser vielleicht auch. Ich muss jetzt nochmal eben die Wurzeln zurückschneiden, die schon definitiv kaputt sind oder nachschneiden, je nachdem. Damit, wie gesagt, wir hier so wenig Fäulnis wie möglich reinbekommen. Ich werde auch die Spitzen erstmal schon mal ganz wegschneiden hier. Im Normalfall müsste man jetzt auch die Blätter reduzieren, aber ich gehe davon aus, da die Wurzeln sowieso kaputt sind, dass das der Pflanze nichts ausmachen wird. Von daher, ja, müssen wir dann auch weiter beobachten. Ne? Aber es ist nun mal so gegeben. Was willst du machen? Ne? Gut, dass wir reingeguckt haben. Das ist natürlich jetzt das Beste, was uns überhaupt passiert ist.
Ne, ansonsten wäre es uns vielleicht komplett kaputt gegangen. Ja, das ist also ja, ein merkwürdiges Phänomen. Wie gesagt, Ursachen können verschiedene sein. Es kann auch zu kaltes Gießwasser gewesen sein oder. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten. Von daher ist es gut, dass wir reingeguckt haben. Also da bin ich jetzt echt so froh drüber. Denn sie ist so hübsch. Ne? Und stell mal vor, in 4 Wochen wäre ein Blatt nach dem anderen kaputt gegangen. Du hättest gedacht, warum denn? Ne? Wobei, vielleicht hätte sie sich jetzt auch erholt, indem sie dann mir natürlich gar nicht gedüngt hätten, sondern nur erstmal gegossen die erste Zeit mit reinem Wasser, wohlgemerkt. Denn mit Leitungswasser, wenn ihr mit Leitungswasser gießt, wirst du die Werte ständig erhöhen. Ne? Das ist dann irgendwann. Mögen die Wurzeln das dann halt nicht mehr. Das ist dann too much. Von daher, okay, gut, dass wir da reingeguckt haben und ich würde sagen, pflanzen wir sie jetzt mal ein. Und ich überlege gerade, ob wir jetzt eine Selbstbewässerung nehmen oder nicht. Moment. pH-Wert liegt übrigens bei 6,7, also soweit alles okay in dem Substrat, wo sie vorher drin stand. Ich stelle es mal eben hier vorne, da komme ich ein bisschen besser dran hier. So, wir nehmen einen neuen Topf, auch den habe ich mir selber gekauft. Ist tatsächlich so. Ne? Ich meine, ich kriege die alle geschenkt hier. So sieht es aus. Fertig montiert. Karton habe ich schon rausgemacht, abgemacht. Ne? Fertig montiert. Brauchen wir nichts mehr dran machen, außer eines. Und zwar die Klarsichthülle hier oben drauf stecken. Und damit sind wir schon fertig hier. So einfach ist das. Ne? Das ist natürlich genial. So, brauchst nichts basteln. Bohren, Schrauben hast du nicht gesehen. Ist natürlich eine coole Sache, ganz klarer Fall. Und wenn ich die Möglichkeit habe, dann werde ich natürlich diese Töpfe weiterhin verwenden, ganz klarer Fall. Denn einfacher geht es einfach nicht. So, wir pflanzen sie ein. Wie gehabt, wir können sie auch so tief pflanzen, wie sie vorher stand. Das war okay. Sie stand also nicht zu tief. Sie wird voraussichtlich, ich denke mal, ein halbes Jahr ungefähr drin bleiben. Vielleicht ein ganzes Jahr, bin mir noch nicht sicher, denn ich möchte gerne die sich neu entwickelnden Triebe, die wir vorhin gesehen haben, die möchte ich gerne abtrennen dann dementsprechend, ne? Dass wir die dann mitnehmen können. Weißt Bescheid? Weil, ne, das natürlich auch Spaß macht. Das ganze Vermehrung, hast du nicht gesehen, wie das funktioniert und wie empfindlich die Pflanzen sind und so weiter und so fort. Von daher willst du also nicht ganz so lange hier drin bleiben. So rütteln und schütteln, ein bisschen höher ziehen dabei, wenn es notwendig ist. Und damit ist das soweit schon mal ganz okay. Ja, meine Güte. Oh Mann, 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 ich sag's dir doch. Dann machst du mal bitte nicht zu viel Substrat, ein bisschen Gießrand im Prinzip da lassen, ist wichtig, denn wenn das Ganze dicker wird und so hinter, erhebt sich die Erde. Nein, das Substrat, das mineralische Substrat. Und dann ist das mit dem Gießen nicht ganz so einfach. Wobei du natürlicherweise auch hier das rausziehen kannst und da drüber gießen kannst. Von daher auch okay. Aber besser ist das, wenn man so ein bisschen Platz einfach mal lässt. Ne? Siehst du wohl, ich sag da, lass ein bisschen Platz und kipp das ganze Ding bis oben hin voll. Sag, komm mal. Eine geht. Ne? So, rütteln, schütteln, das Ganze wieder Zentimeter tiefer. So, wir haben sie eingepflanzt, jetzt sofort wässern, da das Substrat trocken ist. Wir verwenden das Substrat trocken, weil es sich dann einfacher handhaben lässt. Ne? Denn wenn das nass ist, dann klebt das und klatscht das so. Und dann ist es nicht so gut für die Wurzeln. Ne? Dann schiebst du nämlich einfach beiseite oder zusammen oder wie auch immer. Und von daher ist das trocken in der Anwendung wesentlich besser zu handhaben. Das heißt, wenn ihr dir so einen Sack kauft, auf gut Deutsch gesagt, ne? Macht den offen und lasst ihn erstmal stehen. Damit das Wasser verdunstet daraus, denn die Erde, beziehungsweise das Substrat hier wird feucht angeliefert. Okay, so, yippie-yay. Dann müssen wir jetzt abwarten, was passiert. Ne? Ich hoffe mal, es wird uns gelingen, ohne dass wir noch Blätter abschneiden müssen. Was ich machen werde, wenn ich sehe, die Pflanze zeigt mir das, dass sie also nicht straff bleibt, sondern alles hängen lässt. Wobei 2, 3 Tage kann sie ruhig mal ein bisschen hängen, ist nicht so tragisch. Aber dann sollte man doch reagieren. Ne? Gegebenenfalls schneiden wir einfach ein paar größere Blätter ab und dann muss sie sich halt neu entwickeln in dem Sinne. Aber das war jetzt wirklich ganz, ganz wichtig. Bei der Calathea sehen wir hier, sie ist wunderschön. Ne? Zickt überhaupt nicht rum. Es ist so schön, als ich heute Morgen hier reinkomme, das gesehen habe, dachte mir, das siehst du wohl. Ne? Alles richtig gemacht. Ihr geht es richtig gut. Hier hat man keinen Wurzelschnitt gemacht bei der Calathea, weil hier die Wurzeln sehr gut aussahen. Ja, hier sind sie kaputt gewesen. Ne? Weiß der Geier oder nicht warum. Wie gesagt, es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. Da kann man nur Vermutungen anstellen. Deswegen ist auch immer wieder schwierig zu sagen, wenn jemand fragt, meine Pflanze geht kaputt, was kann ich machen? Ja, weißt du was? Das kann ich dir ehrlich gesagt so pauschal nicht sagen. Ne? Müssen wir ein Buch zu schreiben. Da kannst du das raussuchen, was bei dir vielleicht passt. Also diese Faktoren sind so unzählig, die dazu führen können. Am besten bei einer neuen Pflanze schaut man erstmal einfach rein, um zu gucken, was da Tatsache gegeben ist. So, und dann gucken wir morgen, wie sie ausschaut, ob sie die Blätter noch straff hat, so wie jetzt, und ob sie schlapp macht. Ich gehe davon aus, dass es schon klappen wird. Vor allem ist sie ja gut versorgt jetzt. Ne? Ohne Nährstoffe jetzt auf gar keinen Fall, denn das Mineralsubstrat von Vulcatec ist gar kein Premium-Substrat, ist nicht aufgedüngt, deswegen verwende ich das. Hier war Substrat bei gewesen übrigens, bei dem Topf, ne? Das ist Lechuza Pon. Kannst du verwenden, aber ich würde es dir nicht raten, für solche Pflanzen zu verwenden. Denn wie gesagt, das ist aufgedüngt und du weißt nicht genau, welche Werte dort erzielt werden.
Es gibt Pflanzen, die vertragen es. Und bei Pflanzen, gerade bei solchen, die neue Wurzeln bilden müssen, kann das sehr fatal sein. Von daher verwende ich das unaufgedüngt. Okay? Mit der Zeit werden wir schon lernen, die Angst zu vertreiben, Pflanzen tatsächlich umzupflanzen, auch auf solche eine Art und Weise, wie wir das jetzt hier machen. Es ist schon genial, dass wir jetzt auch beobachten können bei dieser wunderschönen Pflanze, dass die Neuaustriebe, also die Vermehrung im Prinzip selbstständig stattfindet durch horstartiges Wachstum, immer wieder was Neues rauskommt seitlich dann dementsprechend und da werden wir auch eingreifen, sobald es soweit ist. Heraus soll die Pflanze wieder, sie abtrennen die Kindel und sie dann wieder einpflanzen und dann müssen wir mal gucken, in welch ein Gefäß dann dementsprechend, weil die Vielfalt ist doch mega groß. So, nichtsdestotrotz werden wir auch das mit den Tontöpfen angehen, aber da ist halt, ja, da gibt es nicht so diese vielen Möglichkeiten in dem Sinne. Ne? Aber es heißt nicht, dass man Pflanzen nicht in Tontöpfen halten kann. Und von daher werden wir auch das gemeinsam angehen, zumindest für denjenigen, denen das interessiert. Aber das werde ich nur reinspielen in Filmen, dementsprechend nicht so komplett nur darüber, sondern mal zwischendurch mal zeigen, was wir da dementsprechend machen. Auch in der Selbstbewässerung habe ich da schon einige Ideen, habe ich gestern auf Instagram ja auch angesprochen. Ja, aber da muss ich mir das passende Bohrer besorgen. Ich glaube, normale Steinbohrer kriege ich nicht durch diese... Habe ich hier keine mehr stehen, durch diese Tonschalen in dem Sinne durchgebohrt, weil das ist ja glasiert. Ne? Wenn du einen normalen Bohrer da durchbohrst, könnte sein, dass er Peng macht. Ne? Das wäre nicht so toll. Aber das muss ich auch probieren. Ne? Learning by doing. Oder weißt du, welchen Bohrer man dafür verwenden kann, solche Tongefäße in dem Sinne, die glasiert sind, dementsprechend durchzubohren? Das wäre schön, wenn man das erfährt, weil es gibt ja unzählige verschiedene Bohrer. Ne? Wenn du dann vor so einem Regal stehst und überlegst ja, welchen Bohrer nimmst du jetzt? Dann wirst du schon den besten haben, das ist klarer Fall. Ob der dann auch wirklich dafür geeignet ist, ist eine ganz andere Frage. Mit normalen Bohrern wird es nicht gehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Wobei ich es nie weiß. Learning by doing eigentlich. Ne? Aber da warte ich jetzt erstmal ab. Vielleicht hat der ein oder andere von euch Erfahrung damit, wie man da tatsächlich die Löcher mit durchbohren kann, ohne dass einem das Gefäß Peng macht. Dann, ne? Das wäre nicht so dolle. So, meine Lieben, weißt du Bescheid? Winke, winke. Bis ganz bald hier aus dem Reich der Pflanzen. Heute Zimmerpflanzen. Und es ist so genial, was alles möglich ist im Laufe der Zeit, dass wir das auch begleitend sehen können. Das ist natürlich das Interessanteste. Ja, bei der haben wir jetzt ein bisschen Pech gehabt mit den Wurzeln. Wir haben aber Glück gehabt, dass wir reingeschaut haben und reagiert haben. Das ist das ganz wichtig. Das ist ganz wichtig dabei. Ne? Es kann also wirklich passieren, dass du eine Pflanze kaufst und innerhalb von 4 Wochen, 8 Wochen, keine Ahnung, dann wird es immer weniger und weniger und weniger und du wunderst dich, was ist los, was habe ich falsch gemacht. Dann hast du gar nichts falsch gemacht, sondern es war vorher schon irgendwas nicht in Ordnung. Von daher tendiere ich also generell dazu, Pflanzen, die ich kaufe, herauszunehmen oder sie auf jeden Fall zu beobachten, jedenfalls dann zu reagieren. Und wenn die Wurzeln jetzt so weit kaputt sind, dass man sagt, okay, die Blätter ziehen viel Wasser, die Wurzeln bringen das nicht nach, dann musst du die Blätter abschneiden, da geht kein Weg drum rum. Das werden wir bei der Pflanze jetzt auf jeden Fall noch beobachten. Wenn es so weit sein sollte, zeige ich euch das. Also, ich gehe davon aus, dass es noch klappen könnte, da sie sich ja im Prinzip ja mehr oder weniger in der Erholungsphase befunden hat, was die Wurzeln angeht, dass also neue Wurzeln gegeben waren. Aber weißt du was, das müssen wir beobachten, das kann ich jetzt auch so genau nicht sagen, weil die Pflanzenart in dem Sinne haben wir auch neu hier. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie wenig Nährstoffe brauchen, mit Sicherheit und auch voraussichtlich kein ständiges Kalkwasser vertragen. Aber das handhaben wir ja sowieso nicht und von daher verwenden wir das Osmosewasser. Geschnitten dementsprechend mit Leitungswasser momentan 1/4 dazu und dann dementsprechend aufgedüngt. Aber solche Pflanzen hier düngen wir natürlicherweise nicht. Ne? Die lassen wir erstmal schön in Ruhe. Da machen wir noch gar nichts dran. Mal gucken, wie sie sich dann dementsprechend erholt. Also da bin ich mal gespannt drauf jetzt. Weil ist doch eine recht schöne. Ne? Wäre schade, wenn sonst hops gehen würde. Wobei wird sie nicht, garantiert nicht. Jedenfalls schneide ich die Blätter ab und dann muss sie einfach neu austreiben. Dementsprechend mit den Wurzeln, die sie dann neu entwickelt. Okay, ganz kurz gezeigt, ein Ginkgo Biloba, nach wie vor wunderschön. Also das ist ein Phänomen, das wir auch weiter begleiten werden auf jeden Fall, um zu gucken, was das Bäumchen oder die beiden Bäumchen hier dann im Haus noch veranstalten oder uns zeigen, dass wir daraus auch einiges lernen können. Insbesondere natürlich über den Ginkgo Biloba, was ja eigentlich eine Pflanze ist, für draußen ein Urzeitbaum. Ja, der kein Blatt hat und keine Nadel in dem Sinne, sondern eigentlich beides. Ja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder. Bis denn. Ciao, ciao. Ja, das macht mega viel Bock jetzt. Das ist der Wahnsinn. Okay. Genug gelabert.